Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Digitale Buchführung. Zu meiner linken Seite meine Kollegin Frau Ina Ehlers. Mein Name ist Jasper Reiter und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Bevor wir nun starten, wollen wir einmal klären, ob die Technik funktioniert, beziehungsweise ob Sie uns gut verstehen können und ob Sie uns gut sehen können. Dazu bitte ich einmal kurz auf der rechten Seite unten bei Ihnen in Ihrem Bildschirm haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte bestätigen Sie uns ganz kurz, ob Sie uns gut verstehen können und ob Sie uns gut sehen können. Können Sie uns gut verstehen? Bisher gab es noch keine Rückmeldung. Bitte einmal ganz kurze Bestätigung, bevor wir mit dem Seminar bzw. mit dem Webinar vollumfänglich starten, damit wir sicher sind, dass auch bei Ihnen sämtliche Informationen ankommen. Ich bekomme gerade die Rückmeldung aus der Technik, es scheint zu laufen. Von daher lassen Sie uns starten. Wir haben in der letzten Zeit fast 300 Anmeldungen zu diesem Thema bekommen. Das zeigt eigentlich, wie groß die Relevanz für diesen Bereich ist. Und wir haben natürlich auch überlegt, was können wir machen, wie können wir uns dem Thema nähern. Und aus der Erfahrung der letzten Jahre, die wir gesammelt haben, haben wir einfach festgestellt, dass der analoge Prozess der Buchführung nicht nur für uns, sondern auch für Sie als Unternehmen, als Berater, als landwirtschaftliche Betriebe sehr zeitintensiv ist. Ich kann so diesen klassischen Prozess einfach nochmal darstellen. Wie läuft es bisher oder wie lief es bei unseren Mandanten in der Vergangenheit auch häufig ab? Naja, es wurde die Post geöffnet, die Post wurde genommen, auf einen Stapel gelegt. Nach einer Woche später wurde sich der Stapel nochmal genommen, es wurden Überweisungen getätigt. Und dann irgendwann, die Überweisungen waren durch, dann meldete sich der Steuerberater, der brauchte quartalsweise oder monatlich wieder die Daten für die Umsatzsteuervoranmeldung oder für die laufende Buchführung. Und erst dann wurden die Belege nochmal wieder in die Hand genommen und es wurde dann schlussendlich sämtliche Belege zum Steuerberater per Post geschickt. Dann musste das Ganze wieder in einen Umschlag gepackt werden oder in einen Ordner gepackt werden. Und dieser Ordner musste dann zur Post gebracht werden oder, wenn die Zeit sogar ganz knapp war, mussten sämtliche Belege genommen werden und zum Steuerberater gefahren werden. Das ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv und am Ende kostet das Ressourcen. Und da haben wir uns überlegt, weil unser Ansatz eben nicht nur ist, sich über die steuerliche Optimierung Gedanken zu machen, sondern auch Ihre Unternehmensprozesse zu unterstützen, beziehungsweise auch Ihre Unternehmen dabei zu unterstützen, wie sie weiter vorangehen können und gegebenenfalls auch die aktuellen Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Als Rand beziehungsweise als Vergleich nochmal betrachten Sie das Ganze, was wir hier nachher als Video aufgezeichnet bekommen, auch als Möglichkeit, um dieses Video für Ihre Mitarbeiter zu nutzen, um denen die Prozesse darzustellen oder auch, um es am Ende gegebenenfalls sich im Nachgang nochmal in Ruhe anzuschauen, um einige Informationen, die jetzt in einem kurzen Zeitraum auf Sie einfließen, im Nachgang noch zu nutzen. Das Webinar wird so ablaufen, dass wir nun gleich einmal den rein theoretischen Teil dazu darstellen, denn natürlich gehört zu einer digitalen Buchführung auch rechtliche Rahmenbedingungen. Da wird Ina uns nachher zu durchführen zu den einzelnen Bereichen und dann werden wir nach dem rechtlichen Rahmenbereich eine kleine Zwischenfragerunde stellen bzw. durchführen und dazu möchte ich Sie bitten, auch im Laufenden schon Ihre Fragestellung in der Frage- bzw. Chatfunktion des Webinars zu nutzen. Wir werden diese sammeln und dann werde ich Frau Ehlers bzw. Ina nochmal die entsprechenden Fragen stellen. Jetzt kommt noch die Frage auf, naja, warum ist Ina jetzt gerade die Richtige für dieses Webinar? Ina, du hast dich schon lange mit diesem Bereich beschäftigt, du bist schon lange im Unternehmen hier und du hast den Vorteil, was für viele Mandanten dann natürlich auch häufiger bemängeln. Du kannst aber beide Seiten betrachten. Du hast auf der einen Seite die Sichtweise des Steuerberaters und du kannst auf der anderen Seite aber auch sagen, wie läuft es zu Hause ab? Wie ist das da bei euch? Wie hast du den Blick, dass du auch zu Hause drauf schauen kannst, wie der Prozess läuft? Genau, also zu Hause ist so, mein Mann, ich sage jetzt mal Mann, ist selbstständig als Tischlermeister und wir haben das ganze Thema Buchführung, Digitalisierung der Buchführung, weil wir viele Online-Rechnungen auch bekommen, also das heißt per Mail Ja. geschickt, haben wir
so umgestellt, dass wir es alles ins Programm einlesen können, gleich Überweisungen machen können, also alles in so einheitlichen Schritten generieren, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Da kommt natürlich die Erfahrung, die man jetzt so in den letzten Jahren, also ich glaube so 5, 6 Jahre bin ich jetzt so dabei, so die ersten Schritte waren so das Faxen noch, wo wir gesagt haben, wo wir hatten einen Mandanten, der wohnte weiter weg und wollte nicht jedes Mal die Belege persönlich vorbeibringen. Per Post schicken wollten sie die Belege auch nicht. Also haben wir gesagt, es gibt eine Möglichkeit, die Belege zu faxen, sodass sie digital bei uns ankommen und wir dann die Buchhaltung machen können. Das war dann damals noch so ein bisschen Insellösung. Und das hat sich jetzt so in den letzten Jahren alles so ein bisschen vereinheitlicht, dass so bestehende Prozesse dann zusammen genutzt werden können. Ja, das ist verrückt. Also dieses Faxen ist ja eigentlich etwas, wo ich sag mal, wo die jüngere Generation heutzutage fast gar nicht mehr mit konfrontiert ist. Wie sagst du, ist dieser Prozess eigentlich jetzt nur was für junge Betriebsinhaber oder sagst du, eigentlich ist das für jede Generation was? Nein, also ich würde sagen, es ist für jede Generation was. Es ist einfacher, als man denkt. Das ist heute auch so ein bisschen Teil, was ich gerne zeigen möchte. Man muss sich natürlich einmal mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man das gemacht hat. Ich glaube, auch wenn man es erklärt bekommen hat, eine gute Hilfeführung hat, dann ist das machbar für jede Generation. Okay, ich denke, das ist einfach auch wichtig, dass man das mitnehmen kann, dass es eben nicht nur etwas ist für jemanden, der gerade total technikaffin ist, sondern ich glaube, du zeigst es uns ja am Ende auch noch, dass es doch eigentlich relativ einfach ist. Und von daher wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Vortrag gleich. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Aspekte mitnehmen können, dass Sie auch für sich vielleicht, wenn Sie das System schon nutzen, neue Erkenntnisse, neue Kniffe mitnehmen können. Und Ina, ich würde an dich übergeben und komme dann gleich wieder zur Fragerunde. Klar, danke. Ja, von mir auch nochmal einen schönen guten Abend. Mein Kollege hat es schon so ein bisschen angedeutet. Ich würde heute den Vortrag so ein bisschen in einen theoretischen Teil aufteilen, wo ich kurz, also in kleiner Runde, so ein bisschen was zur Gründung für die digitale Buchführung nennen möchte, Anforderungen an die digitale Buchführung. Und der zweite Teil wird dann ein Praxisteil sein, wo ich wirklich vorführe, wie funktioniert der Scanner, wie kommt es dann auf dem Rechner in der Software an. Vorab möchte ich aber einmal mit der Vorstellung unseres Unternehmens beginnen. Die WTreu ist in Deutschland mit 50 Niederlassungen vertreten, hat circa 600 Mitarbeiter. Wir, die WTreu LBB, sind mit 8 Steuerberatern an den Standorten Kiel und Oldenburg vertreten, haben 60 Mitarbeiter. Unser Beratungsschwerpunkt ist die Agrarwirtschaft, sowohl im vor- und nachgelagerten Bereich. Zum Thema digitale Buchführung ist es so, dass in unserem Unternehmen circa 75% schon auf digitale Buchhaltung umgestellt haben. Zu meiner Person, ja, ich bin Steuerberaterin, Prokuristin bei der WTreu LBB, habe im Grunde genommen von der Pike auf gelernt bei der WTreu LBB, bin 2001 mit 16 Jahren angefangen. Jetzt können Sie mal alle rechnen, wie alt ich bin. Habe 2004 meine Steuerfachangestelltenprüfung abgeschlossen, habe dann im Nachgang meine Fortbildung zur Steuerfachwirtin gemacht, wo ich dann 2011 dann auch den Abschluss gemacht habe, 2016 dann nochmal das Steuerberaterexamen hintergeschickt. 2019, während meiner Elternzeit, habe ich dann die Prüfung zur landwirtschaftlichen Buchstelle abgelegt und aktuell beschäftige ich mich halt oder helfe bei der Umstellung auf digitalisierte Buchführung den Betrieben auch. Ja, und zu den Gründen der digitalisierten Buchführung muss man sich vielleicht einfach fragen, was ist eigentlich so im Bereich der Digitalisierung in den letzten Jahren passiert? Und wenn wir uns angucken, was schon digital erledigt wird oder erledigt werden muss, muss man ja auch manchmal sagen, da geht es los beim Online-Banking, was wir die ersten Male dann oder schon ein bisschen her ist, was gemacht worden ist. Die Ackerschlagkarteien, die Agraranträge. Und da erinnere ich mich noch gut, wie mein Vater dann immer erst geschimpft hat, dass er das jetzt online machen muss. Jetzt ist er heilfroh, dass es schnell und einfach geht. Weiter geht's mit Bestandsmeldung, zum Beispiel über das Heittierregister, was jetzt gemacht werden muss. Im Bereich des Ackerbaus wissen Sie wahrscheinlich noch besser als ich, Precision Farming, was ausgebaut wird, im Bereich der Milchviehhaltung, Melkroboter, die eingesetzt werden. Jetzt aktuelles Thema ist
sind die Dieselanträge, die elektronisch gemacht werden müssen, wofür erstmal ein Elster-Zertifikat benötigt wird. Wenn man sich all die Fortschritte anguckt, hat das Ganze vor der Buchhaltung auch keinen Halt gemacht, denn es ist viel möglich, was man vielleicht gar nicht weiß. Mein Kollege hatte eingangs schon berichtet, wie der alte Prozess ist, dass man die Papierbelege bekommen hat, sie ausgepackt hat, geprüft hat, die Rechnung überwiesen hat und alles mehrmals angefasst hat. Jetzt, dadurch, dass mehr Rechnungen digital kommen, kann man diese Prozesse vereinheitlichen, um so für sich mehr Zeit, sage ich mal, zu gewinnen, als immer noch mal wieder dann vielleicht tatsächlich zum Steuerberater zu fahren. Vorteil ist auch, das, was ich auch immer sage, es haben mehrere Leute Zugriff. Ne? Also die Belege sind auf dem Betrieb, das war auch aus den vergangenen Gesprächen oder aus den letzten Jahren, was man so mitbekommen hat, dass dann auch manchmal vermisst wurde, wenn dann irgendwelche Kontrollen waren, dann mussten Belege vorgezeigt werden, konnten nicht vorgezeigt werden, weil sie dann beim Steuerberater lagen. Und dann auch jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn sie digitalisiert sind, die Belege, dass im Grunde genommen der Betrieb darauf zugreifen kann. Der kann weitergeleitet werden an den Berater. Beim Steuerberater kann gleichzeitig gebucht werden. Viele Vorteile, die man sich dort zunutze machen kann dann auch. Also ich hatte jetzt Anfang des Jahres auch gerade einen Anruf von einem Neumandanten, der Mandant werden wollte und die Digitalisierung mitnutzen wollte. Aspekt war dort einfach auch, dass er zeitnah an den Zahlen sein wollte, dass die Buchhaltung regelmäßig gebucht wird, wir dann Auswertungen zurückgeben können, dass man dann schneller auch agieren kann, was ja nicht ganz unwichtig ist in der heutigen Zeit. Auch an dieser Stelle schöne Grüße nach Sachsen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das sage. Also Bestellung ist auf dem Weg und wir werden den weiteren Prozess dort dann auch durchführen. Was ich allerdings dann auch immer zu den Mandanten sage, was wir nicht vergessen dürfen, sind die rechtlichen Anforderungen an die digitale Buchführung, also die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Die gibt es schon ewig, also die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gibt es schon immer, ist natürlich dann auch für den digitalen Bereich zu nutzen. Also das heißt, die Buchhaltung, auch die digitale Buchhaltung, muss ordnungsgemäß sein. Das heißt, nachvollziehbar, vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet, unveränderbar. All diese Dinge gab es vorher oder gibt es für die Buchführung auch. Unveränderbar, da möchte ich nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen. Die anderen Punkte würde ich ein bisschen abkürzen, weil sonst würden wir es hier auch alles sprengen. Dann auch, also unveränderbar bedeutet, ursprünglicher Inhalt muss feststellbar sein. Datensicherheit, ganz großes Thema. Die Belege, die digitalen Belege, die Sie bekommen, müssen Sie im Originalformat aufbewahren. Und da bringe ich immer das Beispiel, wenn ich mit Mandanten rede, von der Telekom-Rechnung. Meine Kollegen können es schon nicht mehr hören, was so ein toller Satz ist, aber ich frage immer, naja, die Telekom-Rechnung bekommen Sie ja jetzt schon im PDF-Format per E-Mail zugeschickt. Was machen Sie denn damit? Dann habe ich vielfach die Antwort bekommen, ja, ausdrucken und abheften. Oh ja, ist ja schön, da haben Sie die Kopie abgeheftet. Und was machen Sie mit dem Original belegt? Ja, der liegt im E-Mail-Programm. Dann mache ich den Mandanten immer deutlich, okay, der Original belegt, das ist dieses PDF-Dokument, die E-Mail, die Sie bekommen haben, können Sie als Briefumschlag sehen, die kann weg. Aber diese PDF-Rechnung, die Sie haben, die müssen Sie revisionssicher aufbewahren. Dazu sind Sie verpflichtet, denn Sie allein sind dazu verpflichtet, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung einzuhalten. Und Sie müssen also gewährleisten, dass dieses PDF-Dokument, dieser Telekom-Rechnung innerhalb der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren auch jederzeit abrufbar ist im unveränderbaren Format. So, und das ist natürlich kein Ausdrucken, das haben Sie die Kopie da in Ihrem Ordner liegen, sage ich dann immer, sondern ablegen in einem System, wo ich auch 10 Jahre noch drauf zugreifen kann. In E-Mail-Postfach liegen zu lassen, ist auch nicht ausreichend, weil wenn da mal was irgendwas passiert, PC stürzt ab oder sonstiges, kann das weg sein und Sie haben es nicht gesichert. Und deshalb kommt halt die Empfehlung dann auch immer zu diesem Punkt, zu Dokumentenmanagementsystem, weil diese die revisionssichere Ablage garantieren. Also das heißt, in diesem System ist sichergestellt, dass die Belege auch 10
Jahre aufbewahrungspflichtig aufbewahrt werden und auch zurückgeholt werden können dann. Dokumentenmanagementsysteme sind dann noch weitere Vorteile. Also ich beschreibe das immer so als virtuelle Akte. Sie haben die Belege sozusagen dort drinne und können anhand dieser virtuellen Akte vereinheitlichte Arbeitsschritte durchführen, also das Digitalisieren. Sie können suchen in diesem Programm. Also wenn jetzt zum Beispiel der Agrardieselantrag ansteht, dann war es ja bisher immer so, entweder hat man beim Steuerberater angerufen, hat gesagt, druck mir mal das Konto aus, ich brauche die Daten, dann musste man die Belege noch raussuchen. Jetzt geht das alles mit einem Klick, indem man einmal ins Suchfeld diese Belege angibt, zeigt mir alle an, welche im Rahmen des Wirtschaftsjahres dort verbucht worden sind und mit einem Klick hat man alle Belege, kann diese für den Antrag nutzen. Weiterhin sind Dokumentenmanagementsysteme schon so weit ausgestaltet, dass man direkt Überweisungen drauf machen kann und letztendlich auch Daten an den Steuerberater beispielsweise übermitteln kann. Ich würde das aber im Praxisteil nachher auch noch einmal kurz zeigen. Dann. Um ein paar Beispiele zu nennen, habe ich mal aufgeführt, ist keine abschließende Aufzählung, ist einfach nur drei Beispiele, zum Beispiel von der NLB, Aspeleg als Dokumentenmanagementsystem, von der DATEV, Unternehmen Online, Top Farm Plan hat einen eigenen Teil zur Belegsicherung drin. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir an diesem Teil einen kurzen Stopp für Fragen, bevor ich gleich einmal in den Praxisteil übergehe. Ja, Ina, vielen Dank erstmal für den praktischen Teil beziehungsweise für den Teil der Theorie, der irgendwo ja mit dazugehört, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe hier zwischendurch schon ein, zwei Fragen bekommen beziehungsweise mitgenommen. Du hattest vorhin dieses E-Mail-Postfach beschrieben. Also ich kenne Mandanten, die mir dann auch erzählen, naja, das E-Mail-Postfach wäre deren bestes Ablagesystem. Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, auf der einen Seite das Problem, 10 Jahre aufzubewahren. Wie ist denn das mit der Änderbarkeit im E-Mail-Postfach? Das ist ja auch immer so eine Thematik, die wir dabei nicht vernachlässigen dürfen. Ja, also ist natürlich, also erstmal würde ich ja immer darauf eingehen, so okay, ist überhaupt die Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren möglich? Wie leicht ändert man was? Wie sind Datenverluste da? Änderbarkeit ist natürlich jederzeit möglich. Aus Versehen kannst du mal die E-Mail irgendwie löschen und schon ist sie weg. Kriegst sie nicht wiedergeholt, kannst auch nicht nachvollziehen, wann ist sie gekommen, wann ist sie weggegangen, wann ist was gelöscht worden. Also die Historie kann ja auch nicht abgebildet werden. Dann. Okay, und wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, dann ist das so, dass das nicht den Grundsatzordnungsgemäß auf gar keinen Fall. Okay, also muss ich den Mandanten definitiv sagen, dass ihr E-Mail-Postfach zwar eine gute Idee ist, aber zumindest nicht den grundsatzordnungsgemäßer Buchführung entspricht. Nee, genau. Also für die Sortierung oder für die Ablage kann ich das auf gar keinen Fall empfehlen, E-Mail-Postfach zu nutzen, weil halt als auch nicht zertifiziert ist, dass es eine revisionssichere Ablage gewährleistet. Okay, wie sollen dann die Mandanten zukünftig die Belege an uns übermitteln? Weil bisher war es ja so, dass sie, du hattest das ja auch nochmal beschrieben, mit dem schönen Pendelordner dann irgendwann mal ins Büro gekommen sind. Mhm. Ich glaube, du machst es jetzt mittlerweile schon ganz anders, oder nicht? Ja, und also da komme ich auch wieder auf dieses Thema Dokumentenmanagementsysteme. Viele Dokumentenmanagementsysteme haben schon eine Anbindung zu den Software, also zu den Buchhaltungssoftwareprogrammen. Das heißt im Grunde genommen, das, was jetzt dein Mandant, wenn ich das mal so aufgreife, in seinem E-Mail-Postfach macht, kann er ja im Grunde genommen mit einem Klick, sage ich mal, rüberziehen in einem Dokumentenmanagementsystem und sein Ablagesystem dort schaffen. Da ist wenigstens gewährleistet, da ist auf jeden Fall gewährleistet, dass revisionssicher dann abgespeichert ist. Und von da aus kann er ja weiter dann Überweisungen beispielsweise generieren, kann es hochladen zum Steuerberater. Also wenn man noch weiter geht und Betriebe sogar selber buchen, geht es dann auch weiter, dass man in diesem Programm dann auch selber buchen kann, dann das alles mit in einem Schritt generieren kann. Okay, ich habe hier gerade noch eine spannende Frage reingekriegt zum Thema E-Mail. Es kommt ja meistens die E-Mail und an der E-Mail ist ein PDF dran. Mhm. Muss jetzt die E-Mail mit aufbewahrt werden oder reicht es aus, wenn das PDF aufbewahrt wird? Ja, es kommt, also man muss immer sagen, es kommt darauf an, ist jetzt die E-Mail selber als Rechnung zu sehen, weil dort Bestandteile der Rechnung drin sind, dann muss die E-Mail für sich aufbewahrt werden. Dient sie als Briefumschlag, so wie ich es mal bezeichne, dann kann die E-Mail weg. Das PDF-Dokument muss aber auch weg. Okay, also ist es wie der Briefumschlag, den brauche ich auch nicht aufbewahren und an die Rechnung heften, sondern genau, den darf ich auch wegschmeißen. Okay. Genau. Ich glaube, das kann man sich ganz gut merken. Was gilt denn als sichere Aufbewahrung des PDFs? Ich sag mal, das ist hier jetzt als Frage reingekommen. Mhm. Ist das PDF
irgendwo im Dateisystem sicher oder wie muss es, Auch du sprachst da. vorhin diesen Begriff revisionssicher bzw. Historie an, vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Genau, also revisionssicher bedeutet, ich versuche es mal vereinfacht oder du, ich Ja. versuche es mal vereinfacht darzustellen. Wenn dieses PDF-Dokument ankommt, dann muss ich es abspeichern und muss damit sagen, okay, diesen Abspeichervorgang, das ist da. Wenn ich es lösche, dann muss gewährleistet sein, dass man sehen kann, dass ich es lösche. So, und da, wo ich es speichere, muss gewährleistet sein, dass ich es genau in dem Format wieder abrufen kann und auch auffinden kann nachher. Also das Problem, wenn man zum Beispiel sagt, oh, ich habe ein tolles System auf meinem eigenen Rechner und habe da Unterstrukturen und Ordner gebaut, dann sage ich, ja, das ist wunderbar sozusagen, aber was passiert, wenn ein Blitzschlag kommt und der Rechner ist futsch? Okay, also das ist einerseits die Datensicherheit, dadurch über Clouds. Genau. Und andererseits natürlich auch, wie du schon gesagt hattest, du hast das PDF. Wenn du das PDF änderst, was ja heutzutage in jedem Programm möglich ist, dann ist es eben nicht mehr das Originalformat und deswegen die Historie, die du schon beschrieben hast. Genau. Okay, also hier kam jetzt nochmal die Frage zu Cloud-externe Festplatte. Du hattest ja drei verschiedene Programme vorgestellt. Kannst du da nochmal was zu sagen, wie die so ein bisschen arbeiten? Das ist ja out. Das ist ja fast nachher eine Glaubensfrage, ob ich es in der Cloud machen möchte oder ich weiß zumindest von vielen der Betriebe, die sagen, naja, ich will die Daten auf dem Betrieb haben. Aber was ist da eigentlich für ein Problem dabei? Also Cloud externe Festplatte ist natürlich, also da rüsten jetzt auch gerade, wenn man, also einige Dokumentenmanagementsysteme haben es sowieso schon, dann auch andere rüsten dort jetzt gerade nach. Es geht ja dann um die Zugriffsmöglichkeit. Na, die Zugriffsmöglichkeit, wenn es zu Hause auf dem Rechner ist, dann kannst du es auch nur zu Hause auf dem Rechner angucken, will ich mal sagen. Aber die Cloud-Möglichkeit hast du natürlich das, dass du, wenn du draußen bist, auf dem Schlepper beispielsweise, du musst irgendwas nachgucken, kannst du es natürlich direkt über das Handy dann beispielsweise angucken. Okay, und Genau. was sagst du zur Datensicherheit, wenn du das so vergleichst, Cloud mit dem, ich sag mal, mit der einfachen Festplatte, die ich zu Hause in meinem Büro habe, kann ich das überhaupt auf die Festplatte so runterbrechen, dass ich das so sauber habe wie ein zertifiziertes Rechenzentrum hier irgendwo? Natürlich nicht. Ja. Okay, also da sollte ich schon überlegen, welchen Weg ich da nachher gehe. Jetzt kam noch so mehr vermehrt die Frage auf, naja, wie läuft das denn vom Dokumentenmanagementsystem? Aber da hast du ja eigentlich gleich im nächsten Schritt schon das vorbereitet, wie der Ablauf ist, wie das vom System her ist. Eine programmtechnische Frage nochmal, wo man nachher nochmal drüber diskutieren kann, ist die Frage des Wechselns. Kann ich auch ein Programm wechseln, beziehungsweise kann ich von einem Programm ins andere wechseln? Das ist natürlich relativ schwierig, wobei ich jetzt von Topanplan oder auch von anderen Systemanbietern schon weiß, dass sie gesagt haben, naja, ihr kriegt am Ende sämtliche Daten, die da elektronisch in der Cloud gespeichert sind, auch wieder zurück. Wie stehst du dazu? Ich weiß nicht, ob ich die Frage, ich habe vielleicht auch was anderes im Kopf, ob ich die Frage dann richtig verstanden habe, was gemeint ist mit Programm wechseln sozusagen. Also vom Grundsatz her, das, was ich kenne, ist schon so, dass man Datensicherung machen kann in bestimmten Programmen. Man kann sie übertragen zu anderen Programmen. Man muss natürlich immer gucken, welche Schnittstellen dort gegeben sind. Da kann ich ehrlich gesagt keine einheitliche Antwort drauf geben. Ich denke auch, das ist dann abhängig von dem System, ob die Systeme miteinander harmonieren. Du hattest ja auch, du hattest Topfahrplan mit drin, du hattest DATEV und NLW gerade eben mit drin. Topfahrplan ist ja so ein bisschen die Besonderheit noch, dass das System ist ja primär eigentlich gar kein Buchführungssystem, sondern wie funktioniert das im Zusammenhang mit den beiden anderen Programmen? Also Top-Farm-Plan hat die Möglichkeit, dass Belege dort revisionssicher abgelegt werden können. Also wie ich sagte, Dokumentenmanagementsystem, dann auch, dass die Belege dort verwaltet werden und dann an den Steuerberater hochgeladen werden können. Das heißt, sie können geteilt werden, so Möglichkeiten, so Überweisungen daraus zu machen, ist dort leider noch nicht der Fall. Okay. Und welches Programm zeigst du uns jetzt gleich? Ja, also ich, weil ich es auch zu Hause eingerichtet habe und gut dazu Wege bin, werde jetzt aus NRW einen Teil zeigen dann auch. Okay, ich schaue noch mal. Was sagen die Betriebsprüfer vom Finanzamt zu den Systemen? Ja, Hast du da schon erste Erfahrungen jetzt gemacht? erste Erfahrungen in dem Sinne, dass wir jetzt, wenn Betriebsprüfungen anstehen, sind ja ohnehin Datensätze, was rechtlich auch geregelt ist, Datensätze an den Betriebsprüfer zu übermitteln. Und bisher war es so, dass die Betriebsprüfer
dann die Belege meist noch analog mit dazu gekommen haben. Jetzt sind ja vielfach Belege dann schon angehängt. Die werden jetzt auch mit an den Betriebsprüfer rübergegeben. Und das kann jetzt nur aus meinem Bereich sozusagen berichten, war dann auch ganz angenehm, wenn dann die Betriebsprüfer auf der Seite geguckt hatten und gleich den Beleg angehängt hatten und dort gucken konnten. Okay. Gut. Dann gab es nochmal eine Fragestellung, was mit privaten Belegen ist. Aber ich glaube, das zeigst du uns gleich auch nochmal, wie das wunderbar genau läuft, dass man die gegebenenfalls einfach separat nebenbei speichern kann. Genau. Wenn Sie, aber kann ich gleich nochmal zeigen zu dem Punkt, was man da machen kann, wenn man für sich das Dokumentenmanagement, sag ich mal, umfangreich nutzen möchte und beispielsweise auch Verträge drin abspeichern möchte. Ich hatte auch gesagt, oder Mitarbeitereinsatzpläne dort abspeichern möchte. Das hat ja nichts mit der Buchhaltung zu tun. Kann man das dafür auch nutzen? Man kann dann einmal generieren, dass das nicht für die Buchhaltung wichtig ist. Okay, also da kommen die praktischen Hinweise gleich nochmal, wie es in der tatsächlichen Umsetzung ist. Eine Frage habe ich noch, die finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Wir stellen es ja mittlerweile auch in Deutschland immer wieder fest, insbesondere wenn wir im Auto unterwegs und telefonieren, wir haben keine flächendeckende Internetverbindung. Mhm. Was machen wir in solchen Fällen? Also da ist eine Cloud-Lösung ja schwierig. Ist auch tatsächlich schwierig. Sag mal, also wir wollen ja eigentlich zu diesem vereinheitlichten Prozess. Also ich habe jetzt auch gerade so einen Fall, den ich übernommen habe, wo es tatsächlich schwierig ist, auch mit der Internetanbindung. Auch die Glasfaserverlegung schreitet da nicht so voran wie gewünscht. Dort gibt es noch die Alternative, aber es ist halt auch schwierig, dann über E-Mail, dann über den Server was zu schicken, ist schwierig. Faxmedium läuft aus. Das war früher mal so ein Ding, wo man gesagt hat, okay, wenn man möchte digitalisieren. Also das, zumindest das Teilen wird dann schwierig. Gut, jetzt kam hier nochmal die Frage auf, nach dem Scannen und danach, was mache ich danach mit den Belegen? Genau, bisher ist es so, also ich sage in meinen Empfehlungsgesprächen immer, wenn die Belege gescannt sind, dann sollen Sie, also die Papierbelege, die nicht online angekommen sind, dann sollen Sie bitte irgendwo in einem Ordner abheften, diesen Ordner wegstellen, weil das ist der Originalbeleg und da sind wir immer noch bei dem, der muss noch 10 Jahre revisionssicher aufbewahrt werden. Es gibt Möglichkeiten, und das will ich mal vereinfacht ausdrücken, es gibt Möglichkeiten, dass man sagen kann, ich scanne den Beleg, danach vernichte ich ihn, aber das bedeutet, dass man dann eine umfängliche Verfahrensdokumentation erstellen muss und rechtlichen Anforderungen dort genügen muss, dass dieses Wegschmeißen des Beleges auch wirklich im Arbeitsprozess gewährleistet ist, dass da nichts verloren geht, sag ich mal, also dieses Thema Historie, was passiert mit diesem Beleg, muss genau aufgearbeitet werden, damit es dann mit der Finanzverwaltung dann am rechtlichen Einklang auch ist. Okay, und muss ich dann für dich, für die Buchhaltung noch, wie ich das ursprünglich mal gekannt habe, Kontoauszüge ausdrucken, Belege dahinter heften, um es dann sauber einzureichen? Nein, oder? Das gar nicht mehr. Also wie gesagt, Papierbelege bitte abheften in einem Ordner, sage ich immer, am besten sortiert für das einzelne Jahr. Kontoauszüge, wenn die zugeschickt werden, die natürlich auch aufbewahren, weil es sind auch Originaldokumente, die auf jeden Fall in einem Ordner stehen und wenn der oben auf dem Dachboden steht, das ist auch vollkommen ausreichend. Aber wir brauchen für den digitalen Prozess, sagen wir mal, die Belege, die dann hochgeladen worden sind, das reicht aus. Und die Kontoauszüge, dort gibt es Möglichkeiten, dass man sich die Umsätze über sogenannte Kontoauszugsmanager dann ziehen kann. Okay, und darüber fällt mal, dir oder unserem Team dann irgendwo auch auf, ob da sämtliche Belege jetzt eingereicht sind. Genau. Okay, wenn nicht, ja gut, dann müssen wir halt beim Mandanten nachfragen. Genau, und wenn nicht, dann müssen wir nachfragen. Okay, ich gucke noch mal, was wir sonst noch haben. Ob die Belege weiterhin 10 Jahre aufbewahrt werden müssen. Sagte ich ja gerade eben schon. Also die Papierbelege, die selbst dann eingescannt worden sind, müssen noch weiterhin 10 Jahre aufbewahrt werden. Also am besten, wie gesagt, einen Ordner nehmen, da reinlegen und dann in einem Schrank oder oben auf dem Dachboden verwahren, dass sie auf jeden Fall noch aufbewahrt sind. Okay, dann kam nochmal die Frage, ich glaube so ein bisschen als Nachfrage, ob das Ganze jetzt gleichzeitig für den Mandanten und für den Steuerberater in der Cloud ist oder wie das von den Zugriffsrechten auf die Cloud geregelt werden kann. Genau, kann von allen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob das nachher generiert werden kann, auf was der Steuerberater in der Cloud dann zugreifen
kann dann auch, weil es sind ja Belege, die dann hochgeladen sind, dann auch die wahrscheinlich auch interne Belege. Wir haben es ja hier auch gleich in einem Beispiel, wenn wir sagen, wir laden was hoch, dass es dann ähnliche Abrufmöglichkeiten dann gibt. Okay. Und was sagst du, wann ergibt es Sinn, mit dem System zu starten? Muss ich da warten, bis das Wirtschaftsjahr vorbei ist? Oder kann ich einfach sagen, im laufenden Jahr, ich fange einfach jetzt damit an? Also ich bin immer so, ich sagte, naja, dann haben wir das laufende Wirtschaftsjahr noch als Test sozusagen, dass man sich mal so ein bisschen dran gewöhnen kann. Dann auch, also jederzeit, also gibt eigentlich kein falsch und kein richtig. Wenn jemand sagen möchte, nee, er möchte das eher so gerne, dann geht das auch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, zumindest haben wir jetzt fürs Erste erstmal einen Großteil der Fragen abgearbeitet. Du zeigst uns jetzt mal, wie wir das Ganze praktisch umsetzen können. Und dann können wir im Nachgang, wenn denn jetzt zum praktischen Bereich noch weitere Fragen sind, gerne im Anschluss noch weiter drüber sprechen, drüber diskutieren. Und wir freuen uns auf die Rückmeldung. Ja, gut. Genau, wunderbar. Bevor ich jetzt starte mit dem Praxis, also mit der Praxis sozusagen, das einmal vorzuführen, hatte ich noch mal einmal kurz die Arbeitsschritte hier aufgeführt. Also wie gesagt, ich mache das zu Hause auf. Ich habe das mit meinem Mann eingerichtet. Und letztendlich wird so der Prozess jetzt, den ich hier darstelle, wie es letztendlich passiert. So der Posteingang kommt rein. Also bei uns zu Hause ist es so, wir haben Papierbelege, bei die ankommen. Wir haben Belege, die per E-Mail ankommen. Da haben wir es zum Beispiel schon so gemacht, dass wir eine eigene Rechnungs-E-Mail-Adresse eingerichtet haben, dass wir dann die Rechnungen, die per E-Mail gekommen sind, gleich mit einem Klick dann in einen Rechnungsordner ziehen können, den ich dann im Programm importieren kann. Würde ich gleich auch nochmal zeigen. Genau, also Posteingang bearbeiten, digitalisieren mit dem Scanner, zeige ich gleich nochmal. Dann kann man aus den eingescannten Belegen dann übers Programm auch schon Überweisungen generieren. Das würde ich auch gleich in einem Schritt einmal zeigen. Gut, der Weg dann weiter, wie Sie an den Steuerberater gelangen, zeige ich auch einmal. Und dann ist es dann, wenn man nicht selber bucht, dann weiter der Prozess, dass die Buchhaltung und Auswertung dann nachher durch den Steuerberater zurückgestellt wird. Den Punkt mache ich jetzt nicht. Ich bin abschließend dann mit den Überweisungen da. Gut, ich würde mal einmal den Platz wechseln und den Scanner hier zeigen. Der Scanner, der hier steht, ist ein empfohlener Scanner von der NLB, also der Software, die wir dort nutzen. Das bestellt man dann bei der NLB, kann man auch über uns mit einleiten. So haben wir das in dem Fall von uns dann auch gemacht. Und der wird einmal angeschlossen, ist relativ einfach. Der zieht mehrere Seiten auf einmal ein. Ich habe hier so ein paar Musterbelege erstellt. Beim Scan-Vorgang ist es so, dass er sowohl die Vorder- und die Rückseite einscannt und gleichzeitig eine Texterkennung drüber laufen lässt. Das ist eine OCR-Erkennung. Damit wird der Beleg lesbar gemacht. Das ist nachher wichtig, wenn man automatisch, wenn man was suchen möchte oder automatisch Überweisungen ausfüllen möchte. Ja, und ich starte einfach mal. Wird immer so ein bisschen hier reingesteckt. Und dann drücke ich auf den Scan-Knopf. Und dann läuft das Ganze hier durch. Und während wir hier jetzt noch warten, passiert schon auf dem Bildschirm hier der nächste Schritt, dass das Scan-Ergebnis angezeigt wird. Und so einen kleinen Augenblick dauert es immer. Genau, hier sehen Sie im nächsten Schritt, dass das Scan-Ergebnis angezeigt wird. Und hier sehen Sie die einzelnen Rechnungen, die eingegangen sind. Ich klicke das einfach mal durch, weil Sie hier die Möglichkeit haben, nochmal im Vorwege die Belege zu bearbeiten. Ich hatte jetzt mit reingebracht hier die Rückseite, wo was draufgext ist. Das hat er quasi gelesen, dann scannt er das mit ein. Ansonsten leere Seiten hat er schon automatisch mit rausgelöscht. Die kann ich jetzt hier löschen, weil die brauchen wir jetzt auch nicht weiter. Das sind keine Informationen, die benötigt werden. So eine Belege, manchmal kann es sein, dass eine Rechnung aus zwei Seiten besteht, dann auch hier hätte man die Möglichkeit, diese zu heften oder auch wieder zu teilen. Man kann hier in dem Scan-Ergebnis so eine Vorerfassung der Belege sozusagen dann auch machen. Also vielfach machen das unsere Mandanten auch so, dass dann zum Beispiel die Rückseite rausgelöscht wird, wenn allgemeine Auftragsbedingungen da drauf gedrückt sind oder sonstiges. Hier unten in dem Bereich kann ich angeben, wohin
ich jetzt in meinem Dokumentenmanagement-System die Belege zuordnen möchte. Aber es kann ja auch mal sein, dass man im Unternehmen mehrere Betriebe hat. Dann müsste hier darauf geachtet werden, welchen Mandanten man auswählt. Wir haben jetzt auch ein paar Mustermandate hinterlegt. Bei uns sollen die Belege jetzt in den Mustermandanten. Dieser kleine Button intern, der hier steht, das sind diese Dinge, was eben aufkam, die Frage mit den privaten Belegen, die dann auch nicht vom Betriebskonto abgebucht werden oder die auch nicht mit zu berücksichtigen sind. Die können hier intern gekennzeichnet werden. Auch vielleicht eigene Excel-Tabellen, die man erstellt ins Programm ziehen kann, können alle mit intern gekennzeichnet werden. Hier auf der rechten Seite über die Dokumentenart können Sie angeben, um was es sich handelt. Vorrangig wird hier Rechnung vorgeschlagen, weil das im Grunde genommen auch der meiste Bestandteil ist. Sie haben aber auch die Möglichkeit, andere Dinge hier zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Gutschrift. Als letzten Step machte das meist schon automatisch, weil man es angelegt hat, das Wirtschaftsjahr, wo der Beleg berücksichtigt werden soll. Hier kann man es auch nochmal verändern, wenn zum Beispiel über den Wirtschaftsjahreswechsel ein anderes Wirtschaftsjahr benutzt werden soll, könnte man dann hier noch das alte Wirtschaftsjahr angeben. Ich verbleibe mal hier bei dem 1.7.2020 und jetzt ist der Schritt, den ich jetzt noch gehe, dass ich sage, bitte importiere das ins Programm als Beleg, also das Dokumentenmanagementsystem. Und da klicke ich mal eben drauf. Jetzt öffnet er nebenbei schon das Programm als Beleg. Sie sehen es hier oben. Und einen kleinen Augenblick müssen wir noch warten. Dann öffnet er jetzt auch gleich die Dokumentenverwaltung. Genau, und Sie sehen hier meine 5 Belege, die ich eben eingescannt hatte im Scanergebnis, sind jetzt hier gelandet in meinem Dokumentenmanagementsystem. Es sind 5 Stück an der Zahl. Hier die alten Wirtschaftsjahre sind auch mit aufgelistet. Dann auch über die Suchfunktion habe ich jetzt die Möglichkeit, dann Worte einzugeben. Beispielsweise, ich mache es mal Gast, dann zeigt er mir alle Belege an, wo der Text Gast draufsteht dann auch. So, und das sind diese Funktionen, was ich sagte, wenn jetzt zum Beispiel der Dieselantrag ansteht, hier kann man mit einem Klick im Grunde mehrere Wirtschaftsjahre durchsuchen und sagen, zeig mir jetzt den Dieselbeleg dann auch. Man kann hier auch genauso Zahlen eintragen, dann sucht danach Zahlen, die dort drin vorkommen. Ich mache es mal als Beispiel. Ja, da hatte ich den Betrag jetzt auch nicht mehr so richtig im Kopf. Dann auch Tierarzt hatten wir hier mal, zeigt er auch an. Gut, hier über diese Position, ich nehme mal den Text hier wieder raus und lasse mir hier wieder alle Belege anzeigen, mache es ein bisschen kleiner für die Wirtschaftsjahre. Hier über diese Funktion, wenn wir wieder auf unsere Rechnungsvorschau hier gehen, habe ich die Möglichkeit, auch hier wieder Belege zu heften, zu teilen. Auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diesen Beleg, der hier jetzt liegt, senden an beispielsweise meinen Berater. Dann kann ich mit einem Klick hier durchklicken und sagen, schick mir diesen Beleg an meinen Berater. Also hier kann man direkt dann schon hinterlegen, Versandmethode per E-Mail, Empfänger. Dann kann ich, habe ich mal hier meinen Kollegen eingetragen, um das zu zeigen, kann ich direkt eine E-Mail hier mit Passwortgenerierung ohne weiterleiten dann auch. Kleine nette Funktion ist vielleicht auch noch die Notizfunktion, wo wir eben die Frage hatten mit dem privaten Beleg, könnte man im Grunde genommen hier nochmal für den Buchhalter einmal die Info geben, das soll privat gebucht werden, weil das für das private Wohnhaus ist. Ja, und zu diesem Punkt ist jetzt ein weiterer Punkt, wo ich sage, das sind die Papierbelege, die wir eben eingescannt haben. Jetzt bei uns zu Hause zum Beispiel ist es so, dann kommen jetzt noch die Rechnungen aus, aus dem E-Mail-Programm dazu. Dort gibt es den Button, der nennt sich Importieren. Und über diesen Button Importieren kann man letztendlich dann die PDF-Rechnungen, die per E-Mail zugesandt worden sind, importieren. Also wie gesagt, wir haben es zu Hause so gemacht, wir haben eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet, nur für die Rechnung, ziehen die dann rüber per Drag and Drop in diesen Rechnungsordner und dann sage ich immer bitte, hier sind meine Rechnungen, hole mir die Belege hier rein, dann habe ich sie hier drin. Die Dokumentenart auch hier ist schon vorgeschlüsselt. Hier könnte man jetzt auch nochmal im Nachgang bearbeiten und sagen, das soll was anderes sein, weil es dann vielleicht doch nochmal eine Excel-Datei ist, die ich habe und hier in meinem Dokumentenmanagementsystem abspeichern möchte.
Auch hier sehen Sie die Möglichkeit des internen Buttons, den man dann drücken kann, wenn man nicht möchte, dass es irgendwie zum Steuerberater hochgeladen wird. Alle importieren, mache ich mal hier, ist jetzt hier erfolgt. Sie sehen das hier mit der kleinen Notiz, sind jetzt alle Belege hier drin. Im nächsten Step könnte man dann letztendlich sagen, ich möchte diese Belege für den Steuerberater hochladen. Hier kann ich sogar auswählen, welche habe ich noch hochzuladen, welche sind bereits hochgeladen worden. Ich mache es jetzt mal so, dass ich hier die Belege für das Wirtschaftsjahr 2020 einmal markiere und klicke hier nur den Step Hochladen. Sehen 13 Dokumente hochladen, rechnet jetzt einen Augenblick durch und die Belege wurden entsprechend hochgeladen. Und der Steuerberater hat jetzt, also in dem Fall sind das wir, weil unsere Beraternummer hinterlegt worden ist für den Mustermandanten, hat jetzt Zugriff auf die Belege. Ja, jetzt würde ich einen kurzen Cut machen. Das ist so der Prozess abspeichern, ablegen, hochladen zum Steuerberater. Andere Möglichkeit, die auf Betrieben auch interessant ist oder was wir zu Hause auch nutzen, ist dann der Punkt der Überweisung. Wir sehen hier, ich bin hier in Aspeleg immer noch. Es gibt hier diesen Button mit so Geldschein, würde ich sagen, ist das. Da sehen Sie schon hier so einen Überweisungsauftrag als Vordruck. Jetzt öffne ich den Belegassistenten und wir sehen hier unsere Rechnung, die ich eben eingescannt hatte. Es wird schon automatisch vorgeschlagen, die einzelnen Informationen aus dieser Rechnung, also insbesondere die IBAN-Nummer, die er hier unten rausliest, das ist halt diese Texterkennung OCR, die dafür sorgt, nimmt er hier direkt als Vorschlag rein. Also Vorteil ist natürlich, man braucht das Ganze hier nicht abtippen, zumal hier unten muss man ja erstmal zählen, habe ich jetzt die richtigen Nullen da drin. Also viel einfacher. Rechnungsdatum ist hier ausgewiesen, Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag kann man hier prüfen, Fälligkeiten kann man hier auch nochmal gesondert ausgeben und sagt Überweisung ausfüllen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ich schwenke mal hier so ein bisschen rüber. Ich gesagt habe, Überweisung ausführen ist schon automatisch hier in den Überweisungsauftrag dann das Ganze generiert worden. Dann auch sehen, alles vorgeschlagen. Hier hat man nochmal die Möglichkeit zu prüfen. Dann auch hier der Betrag. Sie könnten das Konto auch noch eingeben und sagen, speichern. Dann haben Sie jetzt erstmal Ihren Überweisungsauftrag erfasst. Also Sie brauchen nicht extra ins Online-Banking-Programm gehen und dort nochmal gesondert zu erfassen. Und wenn Sie jetzt zum späteren Zeitpunkt sagen wollen, können Sie hier vorne draufklicken, heute möchte ich überweisen, können Sie dann über den Punkt Überweisen klicken und das Ganze ausführen. Genau, Besonderheit ist, also man hinterlegt hier in den Stammdaten, das kann ich sonst auch gleich noch einmal zeigen, seine Bankverbindung. Diese Bankverbindung, das Hinterlegen ist alles gesichert mit der Anmeldung, mit den Anmeldedaten, wie Sie es im Online-Banking-Programm haben. Wenn Sie jetzt die Überweisung starten, müssen Sie auch noch beispielsweise mit TAN-Verfahren bestätigen. Hier können Sie sich den aktuellen Kontostand anzeigen lassen, sagen im Grunde genommen starten. Das passiert jetzt bei uns so nicht, weil ich hier kein aktives Konto hinterlegt habe, aber sehen, hier haben Sie Ihre Online-Banking-PIN einzugeben, also Ihre Anmeldedaten, dann auch sagen, okay, und dann fragt er mit einem TAN ab, also wir haben beispielsweise dann das Gerät, wo das Ganze dann hat, und dann bestätigen Sie das Ganze und er führt die Überweisung auf. Ich würde es jetzt hier einmal abbrechen. Genau. Und schließen. Genau, damit das Ganze so funktioniert, ist im Bereich der Stammdaten noch eine Grundeinstellung vorzunehmen. Es gibt hier den Bereich Finanzkonten. Das ist meistens auch in den Fällen, wenn wir das vor Ort mit einrichten, machen wir das Ganze auch schon und können das auch mit zeigen, dass wir dort unterstützen. So, ich gebe mal unsere Musterbank hier, die wir mal hatten, einmal an. Da sehen Sie hier unter den Bankangaben ist dann die IBAN-Nummer einzugeben, die BIC. Und hier unten ist ein kleiner Haken, direkter Bankzugang. Den wählen Sie aus und können ihn anlegen. Also wenn Sie beispielsweise über Nein neu gehen, fragt er dann die Legitimation ab. Das heißt, Sie geben die Bankleitzahl an,
müssen nochmal dann ihre Anmeldedaten angeben. Genau das Gleiche, was sie im Online-Programm dann auch haben. Können die Bankkonten hier hinterlegen. Sie können dann auch mehrere Bankkonten hier hinterlegen und entsprechend auswählen, was sie benötigen. Gut, das beende ich auch mal. Und wäre mit diesem Punkt eigentlich auch soweit durch und würde eigentlich gerne überschwenken, vielleicht für Fragen, die so zwischendurch gekommen sind. Ja, Ina, hier sind in der Zwischenzeit ganz, ganz viele praktische Fragen angekommen. Ja, das ist doch gut. Also es zeigt auch, dass das Interesse da ist. Und ich konnte es nebenbei auch sehen, also von denen, die sich angemeldet haben, es sind nicht weniger geworden zwischendurch. Und ich glaube, das zeigt tatsächlich, dass das Thema irgendwo auch bewegt. Und da sind diverse Fragen. Fangen wir mit dem Scanner an. Ich sage mal, kannst du da jeden Scanner für nehmen? Ich sage, ich weiß jetzt zu Hause, mein Vater, der hat noch diesen Flachbrettscanner, wo du den Deckel aufmachen musst, wo du ein Papier drauflegst. Ja. Geht das damit auch? Oder? Klar, würde auch gehen, wenn der Mann sich die Mühe machen möchte. Ich würde schon einen empfehlen, der einen Mehrseiteneinzug hat. Wichtig ist auch diese automatische Texterkennung, also diese OCR-Erkennung. Ja. Wir haben, also wenn wir jetzt mit NRW als Beispiel zusammenarbeiten, haben wir meist auch die Scanner mit empfohlen, die auch die NRW empfiehlt. Aber es ist möglich, also das habe ich mit der NRW da auch schon durch, auch andere Scanner dort zu berücksichtigen. Dann auch, ich kann aber nicht sagen, also es gibt auch welche, die sind nicht berücksichtigungsfähig, weil es dann ältere Modelle sind und so weiter. Als Empfehlung kann ich nur sagen, Mehrseiteneinzug, ne, beidseitig lesbar, Texterkennung, OCR, weil sonst macht das Ganze, was ich eben gezeigt habe, ja keinen Sinn. Und sich hinzustellen und die Klappe aufzumachen, draufzulegen, andere Seite vielleicht auch nochmal draufzulegen, ist, glaube ich, kein Mehrwert. Okay, und was sagst du, ich sag mal, bei dir war es jetzt ja so, du hast auf den Knopf gedrückt und auf einmal waren die Belege auf dem Bildschirm. Mhm. Wer hat das eingerichtet? Mhm. Wie läuft das? Genau, also im Grunde genommen haben wir den Scanner bei der NRW bestellt und mit dieser Bestellung kriegt man im Grunde genommen gleich eine Terminvereinbarung für die Einrichtung. Okay. Also die Einrichtung machen wir manchmal, wo wir dann zu, also jetzt momentan in der Zeit ja gerade nicht, da sind wir mal rausgefahren zu den Mandanten, haben dann gleichzeitig gemeinsam mit der NRW einen Telefontermin abgemacht. Aber es steht zum Beispiel, wenn man den Scanner geliefert bekommt, steht auf dem Lieferschein schon direkt drauf, bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin, damit wir einmal den Scanner einrichten können. Also ich habe das, wie gesagt, ja zu Hause auch gemacht und das hat eine Viertelstunde gedauert. Da habe ich einmal mit der NRW telefoniert, die haben diese Hintergrundeinstellungen gemacht, dass das Scannergebnis direkt am PC auch angezeigt. Okay, und die kam aber nicht bei dir vorbei. Ich sag mal, das ist ja in den Corona-Zeiten. Nee, das ging über Telefon ganz einfach. Und dann haben sie sich per Fernwartung, das muss man auch dazu sagen, ja, guter Hinweis, haben sie sich dann auf meinen PC geschaltet. Ach so, okay. Also das sagst du selbst, dass es jetzt aktuell in Corona-Zeiten noch mit Sicherheitsabstand etc. durchaus möglich ist. Hier kam jetzt noch mal eine Frage auf, was ist denn jetzt, wenn Belege doppelt sind? Also ich habe aus Versehen Beleg doppelt eingescannt oder ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich schon hochgeladen, gibt es da irgendwie eine Sicherheitslösung? Beleg 10 war noch Steuerberater. Ja, gibt es tatsächlich und ich habe es auch ehrlich gesagt vergessen zu zeigen. Es gab in dem Bereich oben bei den Dokumenten gab es Belege, oh, wie heißt es dann, duplizieren oder doppelt Abfrage, Duplette, genau. Okay. Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, prüf das mal bitte und wenn da Belege doppelt drin sind, dann kann man sich die anzeigen lassen und gegebenenfalls dann einen. Okay, ich glaube, hier kommt nochmal so eine Frage von jemandem, der seine Rechnung oder seine Materialien bei Hans Koll holt. Sind auch diese handschriftlichen Belege lesbar oder wo sind die Grenzen von dem System? Ja. Also auch diese handschriftlichen Belege, auch wenn sie ein bisschen kleiner sind, werden durch diesen Scanner erfasst. Dann auch, ich muss ganz ehrlich sagen, handschriftlich weiß nicht, wenn die Zahlen gut ausgeschrieben sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch funktioniert. Ich muss jetzt sagen, aus der Praxis, ich hatte jetzt in letzter Zeit so einen Beleg nicht. Aber ich sage mal, diese einfachen Tankquittungen und so weiter, gut, da sind maschinelle Daten hinter, die werden gelesen. Also könnte schwierig sein. Also immer, wenn es maschinell ist, ist es kein Problem. Genau. Wahrscheinlich, wenn man es selber schon nicht lesen kann, dann wird es die Technik auch nicht lesen können. Ich glaube, dessen müssen wir uns, glaube ich, auch bewusst sein.
Dann war noch mal so ein bisschen die Frage, ob das Ganze auch mit dem HBCI-Chip-TAN-Verfahren funktioniert, weil du ja, glaube ich, jetzt nur das TAN-Verfahren vorgestellt hattest. Gibt ja häufig noch diese HBCI-Karten. Ja, genau, funktioniert auch mit diesem System dann auch. Hatte ich jetzt nicht aufgegriffen, wenn man das Ganze einrichtet, dann kann man das Ganze auch sehen. Also es gibt auch eine gute Anleitung, eine gute kurze Anleitung, die man dort an die Hand geben kann. Okay, dann gab es nochmal so die Frage Star-Money-Verknüpfung und wir kommen dann ja eigentlich auch so zu den Dauerüberweisungen oder sowas. Oder ist das eigentlich nur für die klassische Rechnung? Nee, das habe ich jetzt auch nicht gezeigt hier. Ich hatte nur den klassischen Weg hier gezeigt. Also es gab auf der Seite auch einen Button Dauerauftrag, den man auch dort hinterlegen kann dann auch. Okay, dann nochmal auch eine gute Praktikerfrage, wie ich finde. Was mache ich eigentlich, wenn ich mehrere Betriebe habe? Du hast vorhin gesagt, dein Mann. Tischlereimeister, ein Betrieb. Was mache ich, wenn ich zwei Betriebe habe? Soll ich denn auch zwei E-Mail-Adressen haben, um das sauber zu trennen? Würdest du schon empfehlen? Also es ist ja Also einfach. wenn man es vereinfacht haben möchte, sozusagen würde ich sagen, tatsächlich pro Betrieb eine Rechnungs-E-Mail-Adresse, weil dann kann ich es auch besser zuordnen. Okay, jetzt ist nochmal die Frage, wie oder kann ich mit dem Smartphone auch Rechnung online übertragen? Hast du da Erfahrung mitgesammelt? Genau, also Rechnungen online, also abfotografieren, sage ich mal, das geht. In Dativunternehmen online kann ich sagen, geht das Ganze. Dann auch bei der NLB ist es so, dass das jetzt auch demnächst kommt. Die sind gerade in der finalen Phase, dass dann auch abfotografierte Belege dann hier in das Programm übertragen werden können. Okay. Und was mache ich mit Barbelegen? Die sind ja, brauche ich ja für meine Online-Überweisung nachher nicht. Nichtsdestotrotz, sage ich mal, wenn man weiterdenkt, für die Buchhaltung müssen die ja auch erfasst werden, haben Sie auch die Möglichkeit, das über den Scanner einzuziehen, können das sogar, das hatte ich ja gezeigt, als Barbeleg kennzeichnen und entsprechend mit dem Dokumentenmanagementsystem ablegen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, ich sag mal, rechtlich sichere Kassenbücher zu führen, wo man dann die Belege über diesen Dokumentenmanagementsystem dann auch direkt an das rechtlich geführte Kassenbuch anhängen kann. Okay, ich gucke gerade noch, was wir hier sonst noch so haben. Wenn ich eine digital oder wenn ich jetzt eine Rechnung überwiesen habe, sehe ich das irgendwo im Programm, dass sie überwiesen ist? Ist da irgendwo noch ein Symbol dabei oder? Genau, also in meiner Liste, wie Sie es gesehen haben, stehen die Rechnungen da drin. Es gibt automatisch dann so ein Tool, dass so ein Zahlungsverkehr dann angelegt wird. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen Okay. überfragt. Dann auch, also man kann es sehen, dass Also es da ist auf angelegt jeden ist. Fall irgendwo Ja, eine Notiz dabei, dass ich überwiesen genau. habe. Nicht, dass ich irgendwas da doppelt Ja, überweise. genau. Okay, und woher weiß ich jetzt am Ende, ich sag mal, wenn ich in mein Online-Banking reingehe und Überweisungsauftrag freigebe, dann sagt er mir genau, okay, so und so viel Geld ist noch da. Kann ich das da auch erkennen, dass ich weiß, okay, da sind jetzt 10 Rechnungen. Wenn ich die zusammenklicke, habe ich die Summe, reicht das, was ich auf dem Konto habe? Genau, hatte ich eben gezeigt. Also wenn ich die Belege anklicke und sage, die möchte ich gerne überweisen, kommt so eine Vorabfrage. Es war so ein graues Fenster, da ist dann das Konto angegeben und da hat man die Möglichkeit, den aktuellen Saldo anzeigen zu lassen. Okay, also dass das auch praktisch dann mitläuft und ich erkennen kann, okay, die Deckung reicht aus oder lasse ich eine Überweisung vielleicht noch weg. Genau. Gut, was haben wir hier sonst noch? Werden interne Belege in einem separaten Ordner gespeichert? Ja, nee, also vom Grundsatz her geht es erstmal alles ungefiltert in dieses System rein, was ich gerade gezeigt hatte. Sie selber haben natürlich die Möglichkeit, das habe ich jetzt alles gar nicht ausgeweitet, für sich Unterstrukturen in dem Dokumentenmanagementsystem anzulegen. Das heißt, Sie können da drin oder dann können da drin Akten angelegt werden und man kann dann beispielsweise seine internen Belege in diese Akten verschieben dann. Okay, aber diese klassische Ordnerstruktur, wie ich sie vielleicht in der Vergangenheit hatte, das ist aktuell oder gibt es das in diesem neuen System überhaupt noch? Brauche ich das überhaupt noch? Ja, also geben tut es ja, sagte ich gerade, dass Ja. du das anlegen kannst und für dich selber sagen kann, also hier habe ich meine Verträge drin, dann auch. Macht vielleicht in Einzelfällen tatsächlich Sinn, um für sich einen Überblick zu haben. Bisher ist es vielfach so, dass das als Belegablage, also in den Fällen, die ich so kenne, mehr als Belegablage dann tatsächlich auch genutzt wird und die Belege dann so ganz normal in der Struktur
drin sind. Über die Suchfunktion hat man ja auch die Möglichkeit, alles relativ schnell zu finden dann auch. Okay, jetzt kam noch mal so ein bisschen die Praktikerfrage dann auch auf. Klar, wir haben Ass-Beleg, aber jetzt bin ich unterwegs. Du sagtest vorhin auf dem Trecker, Handy, Tablet, kann ich darauf zugreifen? Wie ist da Stand der Dinge? Genau, sagte ich auch gerade. Also noch ist das im Bereich NLB nicht möglich, aber sozusagen, wie gesagt, sind ja auch die NLB dann an der Cloud-Lösung dabei, was in der finalen Phase ist, dass man auch dann über Handy, Tablet dann darauf zugreifen kann. Genau, hier war nochmal eine zusätzliche Frage wieder, aber ich glaube, das hatten wir vorhin schon mal so ziemlich. Was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt Informationen bekomme, die nicht zum Steuerberater sollen, so vom Informations-, Steuerinformationen etc.? Hattest du, glaube ich, vorhin schon gesagt, abscannen, abspeichern. Genau, intern Häkchen setzen sozusagen, das sind dann auch Dinge, die gar nicht mit hoch können. Also man kann ja auch, also vielfach ist ja vorgegeben Rechnung, dann sagt man nicht, das ist eine Rechnung, das ist eine andere Auswahlmöglichkeit, was weiß ich, Vertrag zum Beispiel, dann auch wichtig ist dieses Häkchen intern, das kennzeichnet das Ganze dann auch, dass das nicht weiter mit an den Berater beispielsweise. Okay. Gut, ich glaube, mit dem Datenzugriff von unterwegs scheint das noch mehr Herausforderungen zu geben, aber ich sage mal, Top-Harm-Plan, so habe ich das mitgenommen, DATEV bietet das definitiv schon, NLB ist da auf dem Weg. Wichtige Frage nochmal, ich denke, die ist ja auch berechtigt, das System, so wie es jetzt hier steht, wo liege ich dann her bei den Kosten? Am Ende geht es für den Unternehmer immer darum, was kostet mich das Ganze? Ja. Und die Frage ist aus meiner Sicht auch absolut berechtigt. Hm. Was kannst du dazu sagen? Scanner, das System der NLB? Genau, also der Scanner jetzt hier, das waren, glaube ich, inklusive Umsatzsteuer 497 Euro plus natürlich die Einweisung, Anbindung. Ist nicht gesondert, wenn das relativ schnell ist, wenn das umfangreicher ist, kommen, glaube ich, nochmal gesonderte Kosten dazu. Die Software, die einfache Software, Ass-Beleg von NLB, das ist eine jährliche Lizenzgebühr von 60 Euro. Wenn man dann die Überweisung nutzen will, kommt nochmal ein kleiner Aufschlag dann oben drauf. Okay, also sind es irgendwo einmalig für einen vernünftigen Scanner, aber das muss ich in Relation setzen. Klar, wie du schon sagtest, wir können, oder wie du schon ausgeführt hast, wir können auch den Flachbrettscanner nehmen, wo wir diese Klappe auf und zu machen und 3 Minuten warten, bis gescannt ist. Aber auf der anderen Seite wollen wir an der Technik sparen. Es soll funktional sein und es soll am Ende auch ein bisschen Spaß bringen. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass es mit den anderen schwierig ist. Ich habe hier noch einen Praktikerhinweis. Ich hatte ja vorhin schon zu dir gesagt, ich habe da noch telefoniert mit einem Mandanten beziehungsweise mit einem ehemaligen Praktikanten von dir. Er sagte, wenn die Rollen nicht mehr ganz funktionieren vom Scanner, dann soll Bremsenreiniger gehen, damit es wieder besser ist. Ich weiß nicht, ob es als offizieller Praktikertipp funktioniert. Aber danke für den schönen Tipp, für schöne Grüße. Ich weiß, wer gemeint ist. Wir dürfen ja nicht sagen, gegen Datenschutz und so. Aber ich denke, das ist schon in Ordnung. Ich habe das vorhin wahrgenommen und ich dachte, den darf ich mir zum Schluss hier nicht verkneifen. Also von daher können wir den gerne mit einbringen. Hier war noch so ein Punkt Auswertung. Ich sag mal, wir schaffen es dadurch, weiterzukommen, weiter voranzukommen, schneller an den Daten zu sein. Wie ist es vom Ablauf? Du sagtest ja auch schon, eigentlich ja, brauche ich nicht mehr darauf warten, bis ich mein Quartal wieder voll habe, sondern ich mache es dann, wenn es mir passt. Sicherlich kann ich es dann auch wieder aufschieben, aber ich habe die Möglichkeit, es nebenbei zu machen. Genau. Kann ich aktuell da an Auswertung rankommen? Oder wie läuft das? Genau, also es gibt Möglichkeiten, kann ich jetzt auch noch aus anderen Bereichen dann berichten, dass natürlich die Buchhaltung dann einmal erfasst werden muss. Wenn die Daten soweit gebucht sind, kann man die Daten dann hochladen, dass dann zum Beispiel die BWA dann auch zeitgerecht abgerufen werden kann. Also wir machen das in unseren Fällen so, dass wir tatsächlich dort definiert haben, bis wann sind beispielsweise Belege eingescannt, bis wann ist dann die Buchhaltung erfasst, dass man zum Beispiel dann sagt, zum jeden 5. des Folgemonats sind die Daten abrufbereit, damit sie auch vernünftig auswertbar sind. Weil das ist schon so ein Punkt, wo man noch so ein bisschen kommunizieren muss. Man kann jederzeit Daten hochladen, also insbesondere bei DATEV-Unternehmen online. Wenn gebucht ist, kann gleich hochgeladen werden. Das dauert ja euch dann einen Tag, bis dann der Mandant das sehen kann. Aber da ist auch immer noch die Frage, wie stimmt man sich da ab, dass man auch über die richtige Auswertung dann spricht und über gleiche Zahlen dann auch. Also wenn ich das zum Beispiel mache, also jetzt in dem Fall, den ich jetzt Anfang des Jahres neu übernommen habe, hatten wir schon mal festgehalten, wir wollen quartalsweise die Besprechung machen.
dass wir dann auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt X sind alle Belege erfasst, dass zum Beispiel dann auch die ganzen Rechnungsabgrenzungen bis zum Monat März dort drin sind, dass man sich über die richtigen Zahlen dort unterhalten kann. Okay, also das am Ende führt es dazu, dass die Auswertung schneller irgendwo wieder zurückfließen können und wir dann auch, beziehungsweise jeder einzelne Unternehmer dann auch die Daten für sich nutzen kann und auswerten kann. Also schon einfach auch zeitlich schneller dran, weiter vorankommen. Ja, wenn wir vorhin über die Kosten gesprochen haben, da kommt natürlich gleich auch die Frage, spare ich denn jetzt auch bei meinem Steuerberater? Ich sag mal, was sagst du dazu? Ist da Potenzial drin? Habe ich da eine Hoffnung, dass ich mich daran wenden kann? Oder? Ja, da bin ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen, kommt natürlich drauf an. Ne? Also wenn wir jetzt jemanden haben, der vorher seine Belege im Schuhkarton gebracht hat, wo wir ordentlich intensiv, sage ich mal, sortieren mussten, dann sage ich, wenn der das Ganze aufbereitet, na klar, sparst du natürlich dann. Also diesen klassischen Schuhkarton gibt es noch? Teilweise wenig, aber in ja. Okay. Wie sieht es bei dir jetzt aus, beziehungsweise insgesamt, was sagst du von der Digitalisierung? Wie viel Prozent der Buchführung sind bei dir jetzt oder bei der WTreu jetzt eigentlich umgestellt? Achso, hatte ich ja. Also du meinst jetzt hier bei uns, genau. 75% der Mandate hatten wir gesagt. Und, also 75%, die das digital nutzen. Genau. Und was sagst du, wenn wir jetzt eigentlich weiterdenken? Ich sag mal, aktuell sagst du gut Schuhkarton, zukünftig. Bleibt es bei den Kosten oder muss ich sogar fast überlegen, dass die das nicht machen, teurer werden? Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt eine Fangfrage, aber tendenziell, also der Weg wird ja dahin gehen, dass die Belege digital zugeschickt werden, also auch mehr Belege digital zugeschickt werden, dass dann dieses Medium genutzt wird, wenn dann natürlich noch immer dieses Analoge dazukommt, würde ich sagen, ja, wenn wir das gerechnet an dem Arbeitsaufwand sehen, dass die Kosten da auch teurer werden können. Okay, hast du schon Erfahrungen damit gemacht, dass jetzt auch einige Unternehmen schon Geld dafür verlangen, dass du, wenn du eine Papierrechnung haben willst? Ja, haben wir tatsächlich schon, dass dann gesagt worden ist. Also der beste Beispiel ist, ich kann das jetzt gerade nennen, weil ich das gerade bei meinem Schwiegervater hatte, der ohne was zu sagen dann eine Online-Rechnung von zugeschickt bekommen hat, dann hat er sich dort gemeldet und sagte, oh, was ist auf einmal mit meinem Papierbeleg passiert und sagte, ja, wenn Sie das jetzt haben wollen, dann müssen Sie jetzt dann 1 Euro oder 2 Euro Porto bezahlen. Okay, das ist dann ja quasi nur ein Beleg, wo es um 1 Euro geht. Wenn wir mal ein bisschen weiterspinnen, da kommen ja doch ein paar Belege aus einem landwirtschaftlichen Betrieb zusammen. Und wenn es für jeden Beleg nachher 1 Euro ist, naja, das summiert sich schon. Also vereinzelt, genau, ist schon. Okay, gut, das ist doch wichtig, dass man das auch mitnehmen kann. Was machen wir bei ganz dringenden Sachen? Wenn wir jetzt ganz, ganz dringende Themen haben, soll ich das trotzdem über das Scanner-System machen oder per Mail an den Steuerberater schicken? Wie hast du das bisher so gehandhabt? Also da ist die Frage, was ist ganz dringend sozusagen? Also wenn wirklich was ganz, ganz dringend ist, dann ist der Weg ja ohnehin, dass man einmal da telefoniert, wenn ich es in den Scanner stecke, also wir haben es eben gesehen, das Hochladen war innerhalb von 2 Minuten auch möglich, dann auch und wir haben, glaube ich, über Nacht wird es bereitgestellt, also wenn was gleich da sein muss, dann ist immer noch der Weg, direkt per E-Mail dann zu schicken. Dann kam nochmal die Frage auf, ich sag mal, Betriebsprüfer soll denn ja nicht gleich alles sehen, gibt es auch die Möglichkeit, die digitalen Belege nicht mit dem Betriebsprüfer zur Verfügung zu stellen? Ja, ist zurzeit noch vorgesehen, aber dazu muss ich dann sagen, okay, wenn nicht die digitalen Belege zur Verfügung gestellt werden, dann ist es ja so, Betriebsprüfung, der Unternehmer muss ja nicht zur Betriebsprüfung zuarbeiten, dann sind letztendlich wie bisher auch dann die Papierbelege zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dann müssten die dann vom Dachboden nochmal runtergekramt werden und dem Betriebsprüfer zur Verfügung gestellt werden. Okay. Gut, das ist ja wieder praktisch. Also theoretisch, wenn ich es denn möchte, dann könnte ich quasi dem Betriebsprüfer auch wieder meine ganzen Papierunterlagen zur Verfügung stellen. Aber dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die nicht mehr in der Ordnungsmäßigkeit abgelegt worden sind, wie vorher eigentlich auch. Gut, ich schaue nochmal, was ich hier sonst noch an Fragen habe. Wollen hier sehen, dass wir keine übergehen.
Weißt du zufälligerweise, wie hoch die Kosten sind für das digitale Bezahlen, also für die zusätzliche Überweisungsfunktion Bassbeleg? Kannst du das, weißt du das so? Nicht aus dem Kopf. Wenn Okay. ich rüberschwenken dürfte, könnte ich reingucken. Ich habe eine Preisliste oder wir müssen es im Ich Nachgang wollte sagen, einmal sonst klären. müssen wir gucken, dass wir das Ganze im Nachgang, die Frage, ich denke, das kriegen wir raus, wer diese gestellt hat, dass wir die dann im Nachgang nochmal Genau. beantworten. Ich denke auch so, wenn sonst noch Fragen sein sollten, drückst du dann nochmal weiter? Wenn sonst noch Fragen sein sollten, dann müssen wir schauen, dass wir die sammeln, dass wir die direkt an Ina stellen. Dann können wir sie auch beantworten. Wir haben jetzt hier schon mal, das Thema kam ja nebenbei auch auf, dass wir es schaffen, durch die Digitalisierung beziehungsweise durch Zahlen, die schneller oder Belege, die schneller eingereicht werden, eigentlich auch früher einen Blick dahin zu bekommen, wo wollen wir eigentlich hin, wo steht das Unternehmen. Und dann kommen wir in den Bereich, wo wir als Steuerberater auch nicht mehr nur die Vergangenheitszahlen bewältigen, sondern irgendwo auch einen Ausblick schaffen können und auch direkt Einfluss nehmen können in das Unternehmen beziehungsweise in die Unternehmenssteuerung. Und ich denke, da haben wir jetzt hier nochmal ganz kurz den Ausblick, was als nächstes Webinarthema grundsätzlich sein könnte. Und ich denke, auch in dem Zusammenhang freuen wir uns schon drauf, wenn es weitergeht. Hier habe ich jetzt noch eine Frage, die hier im Nachgang noch eingekommen ist, die wir noch vielleicht einmal beantworten sollen, weil sie jetzt schon zweimal dazugekommen ist. Muss ich mein E-Mail-System auf eine sichere E-Mail umstellen? Beziehungsweise bringt mir das irgendwas? Also soweit ich jetzt das soweit verstanden habe, würde ich sagen, sichere E-Mail hat mit dem ganzen System gar nichts zu tun. Das ist eine verschlüsselte E-Mail, ja. Aber ich glaube nicht, dass die uns wirklich weiterbringt in dem Gesamtkonstrukt. Nee, genau, aber es geht ja um die Ablagestruktur, die dahinter gegeben ist, dass die Ablage dieser E-Mail gesichert sein muss für ja, die Aufbewahrungsfrist in den 10 Jahren dann auch. Okay. Gut, ich würde sagen, wenn ansonsten noch Fragen sein sollen, haben wir nochmal die Kontaktdaten von Ina hier aufgeführt. Ihr dürft euch oder Sie dürfen sich gerne direkt an Ina wenden, wenn noch irgendwas ist. Wir hatten auch abgestimmt, wenn was sein sollte, beziehungsweise zur Überleitung hin, falls Bedarf besteht oder Interesse besteht, dass auch ein Erstgespräch ohne verbindliche Kosten stattfinden kann. Wichtig ist auch nochmal in dem Zusammenhang, das gesamte Webinar wurde aufgezeichnet, beziehungsweise wird im Nachgang auch nochmal zur Verfügung gestellt, damit man dann tatsächlich die Daten nutzen kann und für sich selber auch nochmal den einen oder anderen Kniff im Nachgang nochmal in Ruhe sich anschauen kann. Ich hoffe, dass wir Ihnen damit einen interessanten Einblick gewährt haben. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ich hatte das vorhin schon mal ausgeführt. Wir konnten sehen, dass anhand der Frequenz der Teilnehmer das Ganze auch dazu geführt hat, dass es so interessant gestaltet war, dass Ina das dankenswerterweise auch so gut vorgeführt hat, dass alle dabei geblieben sind, tatsächlich auch sich für das Thema zu beschäftigen. Und ich habe jetzt hier schon die erste Anmeldung. Also Ina, mit dir möchte schon jemand den ersten Termin machen. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt gleich umsetzen. Wie gesagt, Kontaktdaten sind da und alles Weitere kann dann gerne im Nachgang besprochen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit bzw. für Ihre Zeit. Ina, dir vielen Dank, dass du das sachlich erklärt hast und ich freue mich einfach auf die nächsten Runden, auf das nächste Webinar, was wir zusammen machen können, um dann weiter voranzukommen. In dem Sinne, bleiben Sie gesund, genießen Sie die aktuelle Ruhe vielleicht noch ein bisschen. Und von daher wünsche ich alles Gute. Bis dann.